Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seppo Plays Don't Starve. Ja, ich drücke einfach mal auf Continue und dann schauen wir mal, was wir machen. Ich glaube, ich hatte gar nicht so wirklich den Plan, was ich jetzt machen sollte. Ah ja, gut. Ich weiß zwar, dass wir, also in der letzten Episode haben wir uns eine Goldachs gebaut und wir haben so ein bisschen die Schweine gefunden. Das Schweinedorf. Aber ich weiß gerade gar nicht, was ich jetzt so wirklich machen soll. Also erstmal werde ich hier dieses Ei braten und in die Science-Maschine packen und dann werde ich hier dann das Zeug, das ich nicht brauche, normalerweise in die Kiste packen und eine Erkundungstour starten. Aber so generell weiß ich gerade nicht so wirklich, was ich machen will. Also was ich noch erforschen will. Man sieht ja hier, ich habe ja quasi sehr ordentlich alles abgesucht, außer hier unten. Da kann man noch ordentlicher suchen. Aber ich will mal wissen, ob es hier oben vielleicht nicht noch weitergehen würde. Und dann werde ich mir auch wahrscheinlich wieder ein paar Steine zusammenklopfen. Haben wir ja lange nicht mehr gemacht, nach Steinen zu suchen. Ach ja, und wir haben Hunger, dann essen wir mal ein bisschen was. So, erstmal 4 Beeren oder so, das muss reichen. Ja, ich werde hier einfach komplett durchlaufen. Und ich weiß nicht, ob die goldene Axt zum Beispiel, wenn ich damit jemanden angreife, ob die auch mehr Schaden macht. Oder ob die zum Beispiel nur besser ist gegen Bäume zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. So, aber als allererstes brauchen wir auch mal eine Pickaxe. Oder ich mache mir gleich 2. Die goldene Axt habe ich natürlich nur dabei, um anzugeben. Falls es hier auch Ladies im Spiel gibt. Hier, ich habe eine goldene Axt. Kommt mit zu mir. Geht nicht zu den Versagern, die keine goldene Axt haben. Oh. Hier sind ganz viele von diesen Vogelviechern. Ja, ja. Ich habe dir nichts getan, Alter. Lass mich in Ruhe. Hier habe ich auch nichts getan. Geht doch mal weg. Ich will ja eigentlich hier nur... Ich will nur erforschen. Ja, ja. Er wird halt einmal schlagen, aber er trifft ja eh nie. Von daher, kein Problem. Sieht nicht so aus, als ob es hier großartig weitergehen würde. Also hier ist natürlich noch der. Ja, ja, ich war verdammt nah an deinem Baby dran. Ja, hier geht's wohl auch nicht weiter, außer das, was wir schon kannten. Naja, dann werde ich jetzt mal Eier jagen gehen. Zwei Fleisch, gut, gut. So, ansonsten neben den Eiern werde ich hier auch werde ich auch hier diese Steine abhacken. Das ist so, was ich jetzt machen werde. Goldnugget. Und damit ist unser Inventar dann auch quasi voll. Ja, hier diese Spinnen möchte ich gerade nicht angreifen. Aber es ist echt eine ziemlich kleine Welt, wenn man sich das mal gibt. Das ist ja schon alles, was wir hier sehen. Das ist ja die komplette Welt. Quasi. Da unten können wir noch ein bisschen weiter, aber ansonsten, also vielleicht, naja, unwahrscheinlich, dass es hier nochmal weitergeht. Naja, wird sich alles zeigen, wie das hier ist. So. Ja, dann machen wir erstmal den Stein hier klein und hoffen, dass der Typ uns in Ruhe lässt dabei. Ja, hier sind gleich 2 Vögel auf einem Haufen. Oh, die Eier lassen sich nicht stacken. Na wunderbar, dann schmeiße ich hier das weg. Oh, ich wollte nicht das Ei wegschmeißen. Ich wollte die blöden Seeds da droppen, genau. So, und dann das Ei mitnehmen. So, und dann den mal hier killen. Weil die machen einem auch eigentlich gar keinen Schaden. Sofern man durchgängig den Attack-Button masht, was auch ziemlich cool ist eigentlich. Das heißt, wir können die quasi killen ohne Probleme. So. Und dann renne ich nach Hause mit dem Ei in der Hand. Das muss erstmal reichen für den Tag. Ja, ja. Der wird uns ja sowieso nicht erwischen. Also wir sind ja schneller als der uns angreifen kann. Und dann haben wir 3 Eier erbeutet, was ungefähr... Ich glaube, ein Ei bringt 80. Das wären dann über 200 für die Wissenschaftsmaschine. 240 oder so.
Und das kann sich durchaus sehen lassen, sag ich mal. So. Ich hoffe, du... Ja, das war so nicht geplant, so. Es war nämlich so geplant, dass er dann hier stecken bleibt. Er bleibt aber nicht stecken. Ja, dann muss ich ihn gleich töten. So, so. Dann werde ich das Ei mal hier droppen. Und den hier killen. Oh, ich habe keine Waffe. Ugh. Was? You are dead. Okay. Oh wow. Ja, das war natürlich extrem, extrem, extrem schlecht gerade. Ach ja. Ja, ich weiß gar nicht. Ich geh mal ins Main-Menü und guck mal. Wir könnten ja jetzt hier, jetzt haben wir den Firestarter freigeschaltet. Dann gibt es hier noch ein paar Unknowns. Ja, weiß ich nicht. Es hat doch kürzer geendet. Es ist doch schneller vorbeigegangen, als ich dachte. Ich habe so nicht so wirklich auf mein Leben geachtet. Und dann habe ich leider dann am Ende auf den Baum gehackt, anstatt auf das Monster. Und dann war es leider zu Ende. Ja, dann war das eine etwas kürzere Episode. hätte ich nicht erwartet, dass ich dann so sterbe. Aber mein Gott, was kann man großartig sagen? Ich habe einen Haufen Zeug freigeschaltet in diesem ersten Versuch. Und der zweite Versuch wird dann hoffentlich etwas besser als der erste. Ja. Und vielleicht sollte ich beim nächsten Mal dann einfach mit Willow spielen. Ja, nee. Die anderen kennen wir alle leider noch nicht. Die müssen wir wohl noch freischalten. Ja, damit sage ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wie heißt Let's Play Don't Starve oder Zeppo Plays Don't Starve. Ja. Damit sage ich tschüss.